Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei True Farming. Das heißt eure Geschichte von Stefan Schmidt. Ja, ich hatte mal ein, zwei Folgen nicht aufgenommen, weil ich da nur Feldarbeit gemacht habe. Und ja, ist ja dann auch irgendwie langweilig. Ich wollte ja auch was Action haben, sage ich jetzt mal. Und wie ihr seht, ich sitze in einem anderen Traktor. Ich habe den Fan zwischenzeitlich auch mal beim Fahrzeughändler abgegeben zur Wartung, weil der war runtergerotzt, sage ich jetzt mal, und die haben mir netterweise einen Leittraktor gegeben. Und ja, in dem Sinne sage ich jetzt einfach mal, geht's weiter. Wir sind jetzt das Feld mit den Zuckerrüben für Guido ansehen und nicht für Guido, für den Oswin. Ja, da wird sich die Rechnung, denke ich, dann auch mal wieder freuen. Und ja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Was heute noch so kommt. Hey, entschuldige mich, ich musste gerade mal was trinken. Hoppala. Ja. Ist zwar nur 10 km/h, die ich hier fahre, aber. Ist halt auch ein großes Feld, ne? Da geht einiges drauf. Ne? Ja, und ich habe beim Landhandel 30.000 Liter Saatgut und 30.000 Liter Kalk bestellt, damit wir auch mal was bei uns am Lager haben. Damit wir auch nicht immer zum Landhandel fahren müssen für in der Maschine 400 Liter Saatgut. Ja, und es hat auch in der Zwischenzeit angefangen zu regnen. Das sieht doch gut aus. Wie fährt der Traktor eine schöne Hupe? Hier wird auf jeden Fall einiges runterkommen zu berühren. Das weiß ich jetzt schon. Das ist aber auch sehr sparsam mit den runden Umleuchten, aber okay.
Ja. Ich weiß, so eine Folge kann auch schon mal langweilig sein. Hört euch die Musik an. Wie gesagt, Feldarbeit gehört auch halt schon mal dazu. Ne? Dafür sind wir ja auch im Landwirtschaftssimulator. Klar, sind wir hier in einem RP-Projekt, aber das kommt ja auch schon mal dazu. Oder das gehört ja auch dazu, so eine Feldarbeit. Ne? Und aber genießt es. Eine Folge kann auch mal entspannt sein. Ich habe da schon wieder Sachen gefunden. Ich musste den Fernseher mal hinter mir ausmachen, weil es lief ja Fußball. Und ja, jetzt lief irgendwas anderes, das brauche ich ja nicht sehen. Oder besser gesagt, der Fernseher muss ja nicht umsonst laufen. Dann fahren wir mal wieder zum Landhandel, holen wir was Saatgut. 800 Liter bis jetzt schon verbraucht. Alter Falter. Ich muss auf jeden Fall wirklich meine größere Sämaschine holen.
David? David? Servus. Schreibst du nochmal 400 Liter Saatgut auf, bitte, für die Rechnung? 400 Liter? Ja. Weiß aber auch ein Wetter hier. Ja, schlimm, ne? Hallo, gerade, hallo, Sven. Stefan. Da müssen wir was klären. Was ja. ist denn? Stefan, sagst du oder? Da gehen wir hier unter der Halle. Furchtbar. Ah, Dreckswetter. Was habt ihr? Wir haben was dir gehört. Was denn? Das hättest du bestimmt gern wieder. Was denn? Schon in zwei Teile. Ist das meine Schaufel? Ja, genau. Ach, die liegt noch bei euch, okay. Ja, die hat's dir zur Wartung gebracht, ne? Ja, hatte ich eigentlich Fritz mal gesagt, er soll die mal wiederbringen. Ja, wiederholen. Hat er nicht gemacht, da. Der Lump. Ja, kriegst du direkt Lohn abgezogen. Ja, wo willst du denn ihn haben? Wenn er das könnt, bei mir auf dem Hof. Ja, können wir. Das wäre lieb von euch. Kostet aber extra. Ja, wow, ist doch gar kein Problem, Kalle. Ja. Wir können uns, wenn du auf dem Hof stehen hast, gleich eine Kiste Bier mitnehmen, wenn du willst. Die steht so oder so, oder? Ja, ist gut. Machen wir so. Nehmt euch mit. Von mir aus auch zwei. Ha! Sven, aber kein Eber oder sowas, ne? Du hast ordentliches Bier. Ja, klar. Wir haben mehrere Sorten da stehen, die könnt ihr mal aussuchen. Okay. Ja. Ne, wie gesagt, könnt ihr da hinstellen. Teleskoplader steht in der großen Halle. Und, nehmt euch das, was ihr an Bier braucht. Ja, ist gut. Ja. Mach mal. Klingt gut. Perfekt. Stefan, was war das jetzt? 400 Saatgut Liter. Saatgut. Saatgut. Alles klar. Perfekt. Brauchst ein Abo. Ja, ich muss eine größere Sämaschine mal haben. Ja. Quasi so eine 10er-Karte oder so. Ja, ja. Du kriegst das 11. Mal holen, umsonst. Ja, das ist doch ein Deal. 10 Mal im Voraus bezahlen, 11 Mal kriegen. Ja. David gibt dir dann immer einen Stempel, wenn du ihn 400 Liter abgeholt hast. Oh. Ja, ich habe noch so einen alten Kätzchenstempel im Büro liegen. Brauche ich nicht mehr. Ja, genau. Das ist so eine kleine Katzenpfote, weißt du. Katzenpfote, die einen Stinkefinger, einen Mittelfinger zeigt? Ja, ach komm. Du wieder. Ich frage mich nur gerade, warum ich eine Rechnung habe vom RU an die Stadt Rehbach bezüglich der Folien von den Feuerwehrautos und Wartungen. Vom RU? Oh. Oleg, der Raudi schon wieder. Was, Raudi? Moin, Oleg. Das ist Raudi. Die kann ich nicht löschen. Echt? David? Nein. Jo. Machst du vor mit Kajakachev gesagt? Das ist mit ja Kai eine Wahnsinns-Schweinerei. Mit Kalk voll, alles klar. Diese zwei, Kalk voll, bitte. Ja, pass auf. Das kriegen wir schon hin. Ja. Stefan, erst mal ein bisschen beiseite. Ja. Bitte. Alles klar. Gut, Stefan. Ja. Wollt ihr raus da? Oh, ich wollte fahren. Gut, Kalle, machen wir los, oder was? Ja, sicher. Ich habe eine Rechnung gekriegt. Stromkosten BGA für ein Jahr. Ja, hatten wir auch. Was ist das denn? Ja, das war... Wie viel zahlen? 13.000 Euro für meinen... Oder war ich mit meinen 2.000 Euro noch gut dabei? 13.000 Euro. Wir sollten 9.000 bezahlen. Wir mussten 2.315 bezahlen. Ja, die spinnt doch, die Alte. Wir haben bezahlt 13.000 bei uns. Für Rehbachhof. 13.000 Euro. Ich sag, woher kommen? Wir haben nur ein bisschen Lampen im Stall. Und ja, zu mir sagte die sogar noch, weil wir angeblich 4 Grundstücke hätten. Ich brauche im Endeffekt, habe ich nur eins. Das ist mein LU-Hof. Mein alter Platz läuft noch unter meinem Namen und so weiter alles. Das kann ich alles verscherbeln. Ey, wenn du weiter suchst, ich bin pleite. Ja. Ich habe eben bezahlt Schweinefutter, Strom, Werkstatt, alles. 100.000 Euro weg. Das bezahle ich nicht. Ich würde das abklären an deiner Stelle gerade. Du hast doch bloß das Holz unten, ja. Der Händler ist da alles weg. Ja, soll sie doch sich das holen von mir da. Mit ihren kalten Fingern kann sie mir das aus dem Grab reißen, die Van Dyck da. Ja. Sache immer wieder. Die muss weg. Sven an die Macht. Ich muss weiter, ich bin der Schwarz. Ja, mach gut. Ciao, ciao. Neuwahl. Ja. Ich auch Neuwahl machen mit. Niemand Probleme. Ja.
Fritz? Ja. 400 Liter Saatgut. Ja. Übrigens, Kalle und Sven bringen unsere Schaufel und unsere Gabel wieder vom Teleskoplader. Ach super. Die waren noch da unten. Aber Fritz? Ja, wie das weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Schaltet bei Tino und Friesi ein. Natürlich bei den anderen von der Side Story. Lasst überall ein Like, ein Abo da. Glocke aktivieren und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar, haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.